Du brauchst einen Ort in deinem Kopf drin, damit, wenn du die Information suchst, diesen Briefkasten aufmachst, die Information rausnimmst und ganz konkret wiedergeben kannst. Und es wird so einfach gehen, dass du sagst, warum haben wir diese Techniken denn nicht schon in der Schule gelernt? So, und bei mir geht es darum, wie du dir einfach alles merken kannst und dabei noch Spaß hast. Also, das wäre doch eine coole Nummer, weißt du? Also, bei mir war das zumindest so in der Schule. Ich hatte keinen Bock aufs Thema Lernen. Und ich habe die Techniken bei mir im Studium dann angewandt und konnte auf einmal meinen Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur auf 1,3 im Studium steigern. Und jetzt kommt's bei der Hälfte der Lernzeit. Das ist letztendlich der große Benefit, wenn ich solche Techniken an der Hand habe, die ich dir jetzt gleich zeigen möchte. Und zwar die Techniken der Gedächtnisweltmeister. Alle arbeiten damit, damit du eine Information zu dem Zeitpunkt abrufen kannst, wenn sie gefordert ist. Und genauso ist es, wenn du zum Beispiel Kinder hast, die in der Schule drin sitzen, die sagen, ich habe das gestern gelernt. Das steht auf Seite 13, rechts unten, in einem grünen Kasten, ist fett unterstrichen. Aber was steht da nochmal? Die wissen, wo steht, können aber nicht mehr sagen, was da drin steht. Also, wenn du Student bist, Schüler bist, der sich schon mal einen Spickzettel abgespeichert hat, ja, und dann ganz schweißgebadet in der Prüfung drin gesessen hat, weil du keine Zeit hattest, auf den Spickzettel zu gucken, oder wenn du Kinder hast, die du unterstützen möchtest beim Lernen, dann bist du jetzt genau hier richtig. Und es ist egal, ob du jetzt Kind bist, Schüler, Student oder Erwachsene, die Lerntechniken sind letztendlich bei allen Menschen gleich. Also wenn du eine freie Rede halten möchtest, eine Präsentation, dann helfen dir diese Techniken, das 1:1 umzusetzen. Und beim Thema Gedächtnistraining, da kommt immer meistens noch eine Frage. Die Frage ist, warum findest du deine Post zu Hause? Banale Frage, banale Antwort, weil sie im Briefkasten liegt. Jetzt angenommen, du hättest einen kreativen Postboten zu Hause, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde. Dann wäre das so wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, leg die Post da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso verhält es sich mit Informationen, die du in deinem Kopf dir merken möchtest. Du brauchst diesen mentalen Briefkasten. Du brauchst einen Ort in deinem Kopf drin, damit, wenn du die Information suchst, diesen Briefkasten aufmachst, die Information rausnimmst und ganz konkret wiedergeben kannst. Und es wird so einfach gehen, dass du sagst, zum Teufel nochmal, warum haben wir diese Techniken denn nicht schon in der Schule gelernt? Und um das geht's jetzt. Ja, also was mache ich mit dir? Wir werden jetzt einen gemeinsamen Briefkasten werden wir einrichten. Und das Tolle ist, ich habe hier eine ganze Wand mit Leuten noch mit dabei, die ich sogar sehe. Und Servus, hallo Katrin. Könnt ihr mal kurz winken, ob ihr mich auch sehen und hören könnt? Sensationell, großes Kino. Ich werde jetzt dann gleich einige von euch aufrufen. Ihr werdet mit mir mitmachen. Ich werde euch auch im Studio hören. Und damit man sieht, wie diese Techniken funktionieren, ich möchte euch zeigen, dass es total interaktiv sein kann, wenn ich eine neue Information abspeichere. Okay? Und ich habe ja viele Auszeichnungen für die Art und Weise dieses Gedächtnistrainings bekommen. Und es geht mir jetzt gleich nicht darum, was wir uns lernen, sondern es geht mir vor allen Dingen darum, wie du etwas lernst. Okay? Und ich bitte dich danach, den Prozess herzustellen, dass du sagst, wenn das funktioniert, dann kannst du das auf alles andere ebenfalls adaptieren. Okay? Also es geht darum, erstmal diesen mentalen Briefkasten bei dir im Kopf einzurichten. So, und jetzt bitte ich euch alle mal, hier links und rechts, steht mal bitte auf. Und jetzt werden einige sagen, jetzt darf ich schon wieder mitmachen. Das ist der Grund, warum es funktioniert. Okay, also du darfst mitmachen. Und jetzt diese ganzen Reize beim Thema Lernen darfst du mit anwenden. So, also ihr steht alle, hervorragend, ich sehe euch. David, ganz wichtig, dass du mitmachst, du bist auch mit dabei, ich sehe das. Super Sache. Angelo, sehr gut. Anja, Hilmar, Renate, ihr seid alle dabei. Perfekt. So, ich werde jetzt euch, ich sehe das da hinten auch, oder? Genau hier so. Das ist natürlich eine coole Nummer. Das ist gut, dass die Kamera hier mit dabei ist. Sehr gut. Also, wir werden jetzt den Körper einteilen in 10 markante Briefkästen. Und ich bitte euch jetzt jedes Körperteil, was ich jetzt gleich nennen werde, dass ihr dies auch berühren werdet, okay? Also bitte an der eigenen Person, ja? Also, Briefkasten Nummer 1, das werden eure Zehen sein. Versucht die mal zu berühren, wenn ihr runterkommt. 1, das sind eure Zehen. Sehr gut. Ihr könnt auch so machen. Und dann habt ihr diesen kinästhetischen Reiz. Also je mehr Reize ihr beim Lernen anwendet, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn, umso würdiger ist es zu merken. Also 10 Nummer 1. 2 sind die Knie, da dürft ihr da hinkommen. David, bist mit dabei?
Ja, 2 sind die Knie. 3 sind die Oberschenkel. 4 ist das Gesäß. 5 ist die Taille. 6 ist die Brust. 7 ist die Schulter. 8 ist der Hals. 9 das Gesicht. Und 10 sind die Haare. Wiederholen wir nochmal gemeinsam laut von 10 auf die 1 und sprecht bitte laut mit für die Akustiklerner. Also laut mitsprechen, damit ihr zumindest mal kurz murmelt. Also 10, das sind die Haare. 9 das, Rainer, du darfst auch mitmachen. Gesicht. 8 ist Hals. 7 ist Schulter. 6 ist Brust. 5 ist die Taille. 4 das Gesäß, Po, Hintern, Arsch, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ja. Ihr braucht ein Gefühl in den Händen. Ne? Ja. 3 ist Oberschenkel, 2 sind die Knie und 1 sind die Zehen. Hervorragend. So, wiederholen wir nochmal ganz kurz laut von 1 bis 10 und zwar im Schnelldurchlauf. 1 sind die Zehen, 2 sind die Knie, 3 sind die Oberschenkel, 4 das Gesäß, 5 ist die Taille, 6 ist die Brust, 7 ist die Schulter, 8 ist der Hals, 9 das Gesicht und 10 sind die Haare. Perfekt. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe im Prinzip einen mentalen Briefkasten bei euch eingerichtet. Und wenn du jetzt hier noch die 7 Zwerge und Schneewittchen sehen stehst, da sagst du, hallo 7 Zwerge, weißt du, das ist Punkt Nummer 7, 5 Finger in die Taille, 5. Punkt dieser Körperliste. So, jetzt werde ich gleich mal einige von euch hier rausholen und wir werden eine kleine Einkaufsliste machen. Ihr werdet mir gleich ein paar Einkaufsgegenstände nach vorne rufen. Ich werde mir die merken. Ihr lernt mit mir mit und lernt gemeinsam nochmal nach. Und mir geht's hier nicht um die Einkaufsliste, sondern mir geht's um den Prozess. Mir geht's immer um den Prozess, okay? Also, angenommen, ich würde jetzt ein paar Eier einkaufen wollen. Ja, dann schreibst du ja nicht auf deinen Spickzettel drauf, morgen muss ich noch in den Supermarkt fahren und 10 Eier einkaufen. Sondern was steht auf diesem Einkaufszettel drauf? Eier. Und diese Eier helfen dir wieder, auf dieses Wissen zugreifen zu können. Sprich, ins Auto reinsetzen, zum Supermarkt fahren, durch die Gänge durchgehen, Eier suchen, zur Kasse gehen, Geld rausnehmen, bezahlen, heimfahren, Eier einräumen. Das ist alles an einem Schlüsselwort abgespeichert. Klammer auf. Auch wenn du eine freie Rede halten möchtest, stehen da nur Schlüsselwörter drauf. Also ein Schlüsselwort, To-Do-Listen, Argumente für ein Kundengespräch, eine Präsentation. Egal was, reicht aus, wenn du ein Schlüsselwort hast. So, gucken wir mal ganz kurz an. Ich fange am besten mit der Renate Bass an, die ist ganz rechts oben. Liebe Renate, was soll ich morgen im Supermarkt noch einkaufen? Kannst du mir das ganz kurz sagen? Eier. Eier, so, also zum Beispiel die Eier. Komisch, wo hast du das her? Genau. So, Renate. So, jetzt nehme ich die Eier und verknüpfe die mit meinem ersten Briefkasten, sprich mit meinen Zehen auf übertriebene, groteske, witzige, schmerzhafte, erotische, fantasievolle Art und Weise. Und je übertriebener, fantasievoller, umso merkwürdiger ist es fürs Gehirn. Also ich lege jetzt rohe Eier in meine Schuhe hinein, ich gleite da hinein, die Eier zerplatzen, die ganze Eiersoße, die läuft aus meinen Schuhen heraus, Eier, die Nummer 1. Okay, danke Renate fürs Mitmachen. So, die zweite nehme ich die Katrin Anthony, gleich da drunter. Die Katrin. So, genau. Was soll ich noch mit einkaufen? Jetzt. 5 Kiwis. 5 Kiwis. So, was war der zweite Briefkasten der Körperliste? Das waren die Knie. So, und jetzt nehme ich die Knie, ramm mir so eine Brechstange in die Knie hinein, hebel so meine Kniescheibe aus, die springt den hohen Bogen davon, schmerzhaftes Bild, und aus meinem Knie, da fallen lauter Kiwis heraus, und zwar genau 5 Stück. Die fallen aus meinem Knie heraus. So, David, du bist dran. David, der mit der Nummer 78, zweite Zeile von unten, genau. 3 Tüten Chips. 3 Chips soll ich einkaufen. Okay, was war der nächste Briefkasten? Oberschenkel. So, und ich lege hier in meine Tasche, da lege ich jetzt hier so ein paar Tüten Chips rein. Und wenn ich da so draufklopfe, dann macht so. Und die Chips, die zerbröseln in meinem Oberschenkel. Okay, hervorragend. Benjamin Zech, ganz unten, zwei letzte Zeile. Benjamin Zech, was soll ich noch einkaufen? Jetzt warte mal, jetzt machen wir hier mal groß. Und vor allem. Was soll ich? Ein Wechselverband. Einen Wechselverband, das war der nächste Briefkasten. War der Popo hinten, oder? So, jetzt denke ich mir zum Beispiel, wenn ich da hinten drauf drücke, da kommt da unten so ein Wechselverband raus. Vielleicht nehme ich auch den Wechselverband und leg den über meine, wickel den einmal komplett, diesen Wechselverband, um mein Popo herum. Okay? So, Dennis, Coaching-Ratgeber auf der linken Seite, ganz linke Seite, ganz links außen, genau, der Dennis. Klobürste. Ne, Klobürste, okay. Was war der nächste Briefkasten? 5, das war die Taille.
und ich nehme hier nicht nur die Taille, sondern ich nehme den kompletten Bauchbereich zur Hilfe. Und jetzt stell mir vor, mein Bauchnabel, dann nehme ich so eine Klobürste und mache mir den Bauchnabel ein bisschen sauber. So, Anja, zweite Zeile ganz links. Die Anja. Warte mal, kurz, Plan. Genau, was sollen wir machen? Also meine Nagelschere. Eine Nagelschere. Okay. Nagelschere. Nächster Briefkasten war die Brust. Dann denke ich mir zum Beispiel, hier sind zwei ganz spitze Sachen. Mit einer Nagelschere mache ich Flatsch und zack und das tut weh. Autschi. Nagelschere auf der Nummer 6. Was soll ich noch einkaufen? Ich nehme die Annegret rechts unten. Wir machen das total interaktiv und du siehst, ich weiß nicht, was kommt. Annegret, was soll ich einkaufen? Jetzt. Ich brauche immer Vitamine. Kauf doch bitte Äpfel ein. Richtig schöne, frische, ein Kilo Äpfel, bitte. Äpfel, genau. Ich lege hier so ein paar Äpfel drauf und die schieße ich dann von meiner Schulter so runter. Die Äpfel auf der Nummer 7. Nagelschere, Klobürste, Wechselverband, Chips. Hier vorne waren die Kiwis und unten die Eier. Guck mal, was er. Lenny in der Mitte. Die Lenny in der Mitte. Lenny. Hundefutter. Hundefutter. Zum Beispiel, ich habe eine Dose Hundefutter gekauft, die hängt mir jetzt quer im Hals drin. Die könnte man unterdenken, vielleicht bist du starker Raucher, du hast hier so einen künstlichen Ausgang, dann schüttest du einfach so eine Dose Hundefutter in den Hals hinein. Hundefutter auf der Nummer 8. Was soll ich noch einkaufen? Ich nehme die, wen nehmen wir? Wir nehmen den Alex, der mit dem Sternenhimmel hier. Der Alex mit dem Sternenhimmel. Das sieht doch mal schon ganz toll aus. Alex, was soll man einkaufen? Computermaus. Eine Computermaus. Du denkst du zum Beispiel, nimm mal deine Hand, leg dir auf den Kopf drauf und führst dir dann praktisch hier diese Nase, wie so eine Computermaus. Okay? Computermaus auf der Nummer 9. So, haben wir noch jemanden, den wir einordnen können? Den letzten, dann machen wir den Christopher ganz unten. Machen wir den letzten. Ich könnte noch ein paar Kaffeebohnen gebrauchen. Ein paar Kaffeebohnen. Ich schüttel meine Haare und aus meinen Haaren fallen lauter Kaffeebohnen heraus, die ich hier oben in den Haaren drin gehabt habe. Gucken wir mal, was wir uns jetzt schon gemerkt haben. Und zwar, wir wiederholen noch mal ganz kurz alle 10 Einkaufsgegenstände der Reihe nach. Unten in den Schuhen, da waren die Eier. Ich sehe die Knie, da fallen die Kiwis raus. Ich klopfe da drauf, das war noch mal die Chips. Dann habe ich hier oben mein Ding, das war noch mal der Wechselverband. Dann habe ich hier nochmal den Bauch, das war die Klobürste. Da habe ich ein scharfes Ding, das schneide ich so weg, das waren die scharfe Schere. Da schnips ich die Vitaminäpfel weg. Hier war es nochmal im Hals, Hundefutter. Dann brauche ich eine Computermaus, Nummer 10. Und aus meinen Haaren fällt nochmal Kaffee raus. Was war es hier nochmal? Eier, da oben war Äpfel. Da oben war es Kaffee, da unten waren es Eier. Hier waren es nochmal Kiwis. Hier brauche ich einen Wechselverband. Und hier war es nochmal Klobürste. Hervorragend. So, und jetzt bitte ich dich, du wirst sehen, die meisten von euch, die jetzt hier mitgemacht haben, die meisten von euch, die werden sehen, die haben alle 10 Punkte fehlerfrei wiedergeben können, weil sie einen mentalen Briefkasten gehabt haben, den sie mit Informationen emotional verknüpft haben. Und jetzt bitte ich dich, ich bitte dich, dass du den Transfer jetzt herstellst, dass du sagst, okay, wenn das hier funktioniert, wenn ich hier schnell mal 10 Einkaufsgegenstände mir abspeichere, dann kann ich mir tatsächlich den Spickzettel für die freie Rede genauso merken. Dann kann ich mir den Spickzettel für die morgige Prüfung ebenfalls merken. Ich kann mir alles merken. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Eltern, und zwar hier der David, ist ja mit seinem Papa ist ja mit dabei, wenn ich das hier so sehe. Mal ganz ehrlich, David, wie hat's funktioniert? Jetzt hat es funktioniert. Einwandfrei. Einwandfrei? Ja. Sehr gut. Und hat Spaß gemacht? Natürlich hat es Spaß gemacht. Und das ist der Punkt, dass es Spaß macht. Es muss Spaß machen. Und vor allen Dingen, es muss einfach sein. Weil wenn es nicht einfach wäre, dann wäre es ja schwierig. Es muss einfach sein. Es sind einfache Themen, einfache Techniken, damit es funktioniert. Und wenn du wissen möchtest zum Beispiel, wie das funktioniert mit Kindercoaching. Ich habe da jetzt im August habe ich da mein neues Programm auf die Beine gebracht. Also ich möchte mit ein paar Leuten tatsächlich eine Delle ins Bildungsuniversum schlagen. Also wenn du Lust hast, selber vielleicht Lerncoach zu werden, das was ich mache, schreib mir eine kurze E-Mail welcome@unvergesslich.de. Dann lass uns mal telefonieren, ob wir das nicht gemeinsam machen können. Also das ist meine große Vision, das größer zu machen, dass wir nicht nur ich, sondern dass viele Menschen in die Schulen reingehen, dass Eltern ihre Kinder beim Lernen begleiten können und dass du selber diese Techniken erlernst, um egal dir irgendetwas abzuspeichern. So, kleiner Schmankerl noch am Schluss. Mein Sohn, der hat sich die 5 Laubbäume und die 5
Nadelbäume gemerkt, mit Hilfe der Körperliste. Das, was ich euch jetzt erzähle, sind die vom Alexander, meinem 10-jährigen Sohn. Er hat gesagt, er schnipst die Zehen weg und da fließt Limo raus für die Linde. Wenn er sein Knie so abwinkelt, dann sieht es aus wie so ein A und da vorne ist ein Horn für den A-Horn. Auf seinem Oberschenkel, da liegt er ein Buch drauf für die Buche. Hinten, da rammt er sich einen Zapfhahn rein für Birke, da fließt Bier raus, Birke. In seinem Bauchnabel, da wohnt ein Eichhörnchen für die Eiche. Er nimmt einen Degen, er fechtet da herein für die Fichte. Da oben, da hat er so einen kleinen Christbaum, da singt er, O Tannenbaum, O Tannenbaum, die Tanne. Er hat einen ganz leeren Hals für die Lerche. Und er hat im Kopf, hier im Gesicht, hat er sowieso den Kiefer abgespeichert, K für Kiefer. Und da oben balanciert er ein kleines Ei, nicht hier unten, für die Eibe. Das war der Briefkasten, das Briefkastensystem vom Alexander. Und nicht nur, dass er jetzt eine 1 geschrieben hat in HSU, Heimat- und Sachkundeunterricht, sondern er hatte vor allen Dingen wieder Spaß beim Lernen. Und das Coole ist, er zeigt diese Techniken mittlerweile seinen Mitschülern. Großes, großes Kino. Okay? Also, wenn du jetzt gesehen hast, wenn du einen mentalen Spickzettel im Kopf ablegst mit mentalen Briefkästen, zum Beispiel der Körperliste, da gibt es noch viele weitere Briefkästen, ne? Dann kannst du jede Information damit verknüpfen. Auf übertriebene, witzige, schmerzhafte, erotische, fantasievolle, abnormale Art und Weise. Und ich verspreche dir eins, wenn du selber diese Technik anwendest, um sie dann jemand anderen zu zeigen, du wirst sehen, es funktioniert. Du hast diesen inneren Drang dazu, das jemand anderen rüberzubringen. Gut. In diesem Sinne, alle, die jetzt mit dir zugeschaut haben, Lenny, alle, die hier mitgemacht haben, danke, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch mächtig viel Spaß, diese Techniken anzuwenden. Ich wünsche euch noch mehr Motivation, hier weiter am Ball zu bleiben. Ich wünsche euch wahrlich und vom Herzen diesen Vorsprung durch Wissen. Herzlichen Dank.